38,8 im Moment. War vorher schon mehr. Mhm. Leute, mir geht's gar nicht gut. Corona-bedingt. Das heißt, Impfung. Ich habe gestern meinen Booster gekriegt und heute einen halben Tag gearbeitet. Und mittags ist es losgegangen. Habe mich noch durch die Arbeit durchgewurschtelt bis Feierabend, aber großartig. Kopf, irgendwas zu machen, keine Chance. Ich glaube, die meisten wissen selber, wie es ist. Ja, drum mache ich mir eine fast fertig Pizza. Fast fertig Pizza, Corona-bedingt, so nennen wir das Video. Unter fast fertig Pizza habe ich schon mal gesagt, da verstehe ich, also diese eingeschweißten, nicht diese tiefgefrorenen, und die schmeiße ich mal jetzt einfach auf den G3 Ferrari und fertig. Mehr schaffe ich heute nicht. Tja, und da das eine Pizza ist, auf dem Pizza Ferrari und ja, auch wieder ein Pizza-Experiment, ihr natürlich dabei. Leute, wir sehen uns direkt drüben am Herd mit dem Ferrari. Oh Mann. Da steht er. Dann heizen wir jetzt das Ding mal gleich auf, ja, 2,5 auf. Und schauen uns mal die Pizza genau an. Mit Tomatensauce, Gaudi, Hinterkochschinken, eingelegte Champignons. Pizza Lorenzo. Tja. An Spuren vom Fisch. Uah! Naja, okay. Enthalten. Glaube ich jetzt nicht, aber ich habe nicht einmal einen Nerv, jetzt die Pizza noch mit irgendwelchen Zusatzbelegen aufzumöbeln, wie ich immer so schön sage. Keine Chance. Keine Chance, Leute. Aber die packe ich mir jetzt aus. Oh, da war halt eine Schere. Kommt natürlich ohne die Folie dann auf dem Pizzaofen. So. Und ich bin ja echt gespannt, ob die noch aufgeht oder ja, was mit der passiert. Jo, der ist soweit warm. Drehen wir noch ein bisschen hoch. Und dann können wir ja eigentlich die Pizza draufklatschen. Jawohl. So. Jetzt bin ja mal gespannt, ob die wenigstens halbwegs was wird, weil mehr bin ich heute nicht in der Lage, mir zu machen. Okay, Tendenz steigend, meine Kerntemperatur steigt auch. Ach, Scheißdreck. Ich bin so dasig, ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut, aber naja. Wird auf alle Fälle was zum Essen. Na, ein klitzeklein bisschen darf sie noch. Ich glaube, das reicht. So. Wie schaut sie von unten aus? Moment. Kann man sehen, ja, so halbwegs ganz akzeptabel. Oh Leute, den Pizzastein, Ruhe da hinten, den Pizzastein versuche ich jetzt gar nicht erst sauber zu machen. Ist mir wurscht, ausgehen lassen, so in den Schrank wieder rein. Ja, ich habe doch eine Pizzarolle, Mensch. Ja, da ist es.
Und dann probieren wir mal mein Corona mal. Erst einmal ein bisschen abkühlen lassen. Oh Leute, ich habe eigentlich sowas von was anderes heute vorgehabt. Aber ich hoffe bloß, dass ich morgen halbwegs fit bin. Warum fehlt es an diesen Pizzen oder Pizzen, Pizzas, kann man sagen, wie man will, immer an Pizzagewürz? Naja, ich donne mir jetzt ein schönes Pizzaioli drauf von Klaus Grillt. Für die Schnelle geht's, aber richtig begeistert bin ich definitiv nicht davon. Naja, ich habe auf alle Fälle was zum Essen. Also dann haben wir diese Halbfertig-Pizzas auch durch. Und das nächste Mal, wenn ich den Pizza-Ferrari raushol, gibt es dann mit Sicherheit richtig, richtig geile Pizzas, selber gemachte, Teig allen drum und dran. Ja gut, die Sau werde ich nicht jagen und schlachten und einen Schinken draus machen, aber ja. In diesem Sinne, ich kümmere mich jetzt um meine Pizza. Leute, wenn euch dieses Mini-Video trotz kleinen Corona-Anfall, so nenne ich es jetzt einmal, gefallen hat, ein Däumchen nach oben und ich kann euch über Bildschirm nicht anstecken, also keine Panik. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.